Einen guten gewünscht. Ich begrüße euch. Wie immer ist die Deckliste in der Beschreibung vorzufinden. Ich sag, glaube ich, immer Deckbeschreibung, ne? Also ich meine, die Deckliste ist in der Beschreibung. Könnt ihr rauskopieren und selber ausprobieren. Es ist auf jeden Fall die letzte Kreation meiner Esper Zombie Token Reihe. Und danach gibt es vielleicht noch ein Let's Play oder ein Gameplay. Das mache ich dann sehr spontan. Und ja, ich habe jetzt mal was ausprobiert, was ich normalerweise im historischen Format noch nie groß getestet habe. Und bei dieser Variation wird angegeben, dass man mehr als 60 Karten braucht. Und da bin ich mir einfach nicht sicher, ob das jetzt sehr flüssig läuft, ob das sehr gut optimiert ist. Ihr könnt es ja gerne jederzeit abändern, ihr könnt mir Bescheid geben, mir Feedback senden. Es gerne auch bewerten, was eure Meinung zu diesem Deck ist. Es ist nicht final, ich habe einfach keine finale Version zur aktuellen Zeit, aber ich habe verschiedene Varianten, alles in der Endcard verlinkt, könnt ihr euch auch gerne auf meiner Seite umschauen. Es gibt sogar eine Playliste, wo alle Esper Zombie Tokens erstellt sind, einfach da reinschauen, wo ich eine Let's Play Playliste für 2020 angelegt habe, da wird man das schon ziemlich gut erkennen. Ja, genau, Jorion oder wie er heißt, den habe ich einfach mit reingenommen. Ich habe jetzt auch die oder das Sideboard noch nicht komplett fertig gebaut. Es ist so gesehen eine Beta-Version. Ihr könnt diese Beta-Version zu diesem Deck gerne aufbauen, gerne mal ausprobieren. Und ich denke zwar auch, dass es sehr langsam ist, weil hier im hinteren Bereich, also da wo die Finisher sind, sind mehr Karten als hier im 1, 2, 3 Mana-Bereich. Deswegen, ihr könnt bestimmte Karten natürlich auch ins Sideboard packen, die hier jetzt drin sind. Ne, das könnte ins Sideboard, das kann hier ins Sideboard. Ja, den Knochendrachen könnte man auch ins Sideboard reinpacken. Und das ist euch natürlich frei überlassen, was ihr ins Sideboard reinpacken wollt, wenn ihr es verändern wollt, wenn ihr es besser machen wollt. Ich denke einfach mal, in diesem Bereich von Mana 1 bis 3, so in diesem Mana-Bereich, dass wenn da mehr Kreaturen sind, dass es besser funktioniert. 20 Kreaturen, 36 Nicht-Kreaturen, Durchschnittsgeschwindigkeit 3,4. Ja, ich habe es zum ersten Mal ausprobiert. Mir wird angeboten, dass ich 80 Karten mit reinnehmen soll. Ob das zwingend nötig ist, weiß ich nicht. Bis zum nächsten Video. Ciao und tschüss. Ich bedanke mich. Viel Spaß mit dem Gameplay oder Let's Play. Ja, dann wollen wir mal das Deck ausprobieren. Ein ähnliches Deck, was darauf aufbaut, wie jetzt das Deck, was ich heute euch hier zeige. Deckliste ist natürlich in der Beschreibung wie immer zu finden, aber es wird hier auch noch andere Let's Plays geben von den etwas älteren Decks, wo es noch kein Let's Play gab, wo ich nur eine Deckvorstellung gemacht habe. Auch solche Let's Plays oder Gameplays werde ich hier noch mit reinnehmen und alles zusammenschneiden. So gesehen, ich probiere jetzt einfach mal hier das neue Deck aus, um zu schauen, ob ich eine Ulamog-Armee aufbauen kann, auch mit Jorion. Ich habe es einmal ohne und einmal mit. Ja, es kann sein, dass dieses Deck sehr langsam unterwegs ist. Ja, welche Karte nehmen wir jetzt hier raus? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich hätte auch Ulamog rausnehmen können, aber ich lasse das mal so. Die Deckstrategie ist ziemlich ähnlich, ne? Also man versucht irgendwie Ulamog entweder in den Friedhof zu bekommen oder halt aus der Hand zu spielen, so wie es halt passt, ne? Eine Ulamog-Armee aufzubauen, das hat schon was. Allerdings dauert es hier noch länger als bei dem anderen Deck, was nur 60 Karten hat, weil wenn ich jetzt hier mit diesem Deck spiele, habe ich halt wirklich 80 Karten, ne? Genau. Und mit 80 Karten da was zu reißen, ihr habt es auch schon gemerkt, sind mehr Finisher drin als Karten im 1 bis 3er Bereich, im 1 bis 3er Mana Bereich. Da sind halt nicht so viele Karten. Und dennoch denke ich, man kann mit dem Deck schon was machen. Also man kann auch mit dem Deck gewinnen, aber vielleicht nicht so oft wie jetzt mit einem Mono Red Aggro Deck. Vor allem versucht man da schon einzuschätzen, in welcher Runde man dann halt den Sieg davonträgt. Weil wenn man dann, sagen wir mal,
nach der vierten oder nach der fünften Runde es immer noch nicht geschafft hat, dann wird man wahrscheinlich mit dem Mono-Red-Aggro-Deck, also die Wahrscheinlichkeit sinkt dann immer mehr, dass man gewinnt. Bei einem Mid-Range-Deck oder bei einem Control-Deck, das dann einzuschätzen, ob man noch gewinnen oder ob man noch gewinnen kann oder ob man verliert, das ist halt so eine Sache. Es gibt ja auch Spieler, die entweder sehr oft rausfliegen oder sehr toxisch unterwegs sind, und das führt dann halt auch meist dazu, dass die Leute dann entweder sehr lange warten müssen oder man hat schon gewonnen, aber der Gegner reagiert dann einfach nicht mehr und dann muss man halt warten, bis die Zeitschleife vorbei ist, und dann haben die Kreaturen den Schaden gemacht. Also das finde ich nicht so toll. Ich meine, gut, wenn man rausfliegt, aus welchem Grund auch immer, und wenn jetzt, sagen wir mal, jedes Mal ein neues Hauptset, sobald eine neue Set-Edition rauskommt und die haben da Serverprobleme, ist es halt was anderes. Da können die Spieler ja nichts dafür, wenn sie einfach rausfliegen und man kann nichts dagegen unternehmen. Und man hat dann wirklich schon alles ausprobiert, wie zum Beispiel den Browserverlauf leeren, Grafikeinstellung auf niedrig stellen, auf Deutsch oder auf Englisch umstellen. Man versucht wirklich alles Mögliche, vielleicht sogar als Administrator die Exe-Datei erstarten, damit es etwas besser läuft. Aber wenn man dann alles ausprobiert hat, was man kennt, und es läuft dann immer nicht so, wie man es haben möchte, und man fliegt sehr oft raus, ja, dann würde ich sagen, ja gut, dann warte einfach, bis das Wochenende vorbei ist und dann ein neues Update kommt. Ja? Mit dem Hauptset M21 haben wir jetzt das Problem, dass man sehr oft rausfliegt, ist halt nicht so toll halt. Ne? Ich habe manchmal Glück, manchmal habe ich auch Pech. Es kann auch sein, dass die Leute jetzt einfach, weiß ich nicht, am Wochenende alle sich wieder einloggen und alle wollen sich das neue Set ausprobieren, und wenn man erstmal alles ausprobiert hat, was man ausprobieren möchte, sinken die Spielerzahlen wieder. Ich kann mir das jetzt momentan nicht erklären. Ich habe jetzt auch nicht nachgeschaut, woran es liegt. Anscheinend gibt es aber auch Spieler, die damit kein Problem haben. Die einfach, ohne dass sie rausfliegen, durchgehend zocken können. Entweder haben sie einen sehr guten Rechner, ich kann es echt nicht sagen, woran es liegt. Also ich bin jemand, der sehr oft rausfliegt, deswegen kann ich momentan auch nicht so viele, also so durchgehend 10 Matches hintereinander machen und das Ganze aufnehmen. Ich muss da jetzt schon wirklich warten bis morgen halt, ne? Und ich versuche auch heute noch das Ganze hier hochzuladen. Heute ist der 28.06.2020 und dann mal schauen, ob das alles so funktioniert. Ja, mit dem neuen Set gibt es momentan echt nur Probleme. Und ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das Esper Zombie Token Deck so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie gesagt, es gibt da verschiedene Varianten. Das eine spielt sich besser als das andere, kann ich mir gut vorstellen. Und ja, ich merke jetzt schon, dass es daran scheitert, dass ich einfach viel zu langsam bin. Und dennoch habe ich, ich hätte den Helm nicht rauswerfen sollen, Leute. Hätte ich jetzt noch den Helm, ne? Auch hier mit dem Sideportal. Es ist ein bisschen, ist keine schlechte Karte, aber wenn man nicht so viele legendäre Karten hat, dann lohnt sich das natürlich auch nicht so wirklich. Aber okay, jetzt wird es sehr interessant. Also 6 Schaden kann ich auf jeden Fall nochmal durchlassen. So. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Ach, er will gar nicht blocken. Hätte jetzt noch Ulamog Wachsamkeit, wäre es perfekt. Aber dafür gibt es ja bestimmt irgendwelche Planeswalker, die dafür sorgen können. Aber ich habe das etwas anders gebaut. Stell mal vor, ich würde ein Ulamog Combo Deck bauen. Das wäre doch auch mal eine Idee. Ein Ulamog Combo Deck. Das wäre auch richtig mies.
So richtig viele Combo-Karten und alles läuft darauf hinaus, dass man nur noch Ulamog irgendwie, ne? Das wäre ein bisschen heftig. Ein Ulamog-Combo-Deck. Auf sowas muss man erstmal kommen, ne? Ich bin auf die Idee. Ey, okay, das war ein extrem krasser Finisher. Damit habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, Bannfeuer. Ja, gut. Kann passieren, ne? Ich war jetzt so kurz vorm Sieg und dann doch irgendwie krasse Niederlage. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Video. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mal durch. Ich bin echt gespannt, ob ein Yorion Esper Zombie Token Deck sich hier durchsetzen kann. Im historischen Format. Ja, Rangliste spiele ich, wie gesagt, immer noch nicht. Das wird noch ein bisschen Zeit benötigen, bis ich wieder wirklich Interesse habe, Rangliste zu spielen. Natürlich, die ganzen Season-Belohnungen gehen mir flöten, aber ich hatte schon mit den Gedanken gespielt, mit ein, zwei Decks auch Rangliste zu spielen. Ob ich das Ganze dann aufnehme, weiß ich nicht, ob sich das lohnt, weil es wäre dann ziemlich eintönig. Und deswegen gibt es hier auf diesem Kanal erstmal nur freies Spiel im historischen Format, ne? Also keine Rangliste. So kann ich dann verschiedene Decks mal ausprobieren. Setze mich selber nicht unter Druck, weil Rangliste ist halt so, wenn das Deck nicht stark genug ist, dann kommst du natürlich nicht aus deinem Rang raus. Ne? Gut, bei diesen Decks kann man natürlich dann schon sehen, wie stark das Deck wirklich ist. Und wenn man dann merkt, okay, mit dem Deck komme ich nicht in den Goldbereich rein, dann ist es eher so ein Fun-Deck. Man versucht ja immer ein Deck zu bauen, wo man dann auch in der Rangliste nach oben kommt. Auf diesem Kanal bin ich jetzt nicht so darauf aus, Decks selbst zu erstellen oder von anderen Leuten zu benutzen, die darauf hinzielen, dass man sich ein Deck baut, was in der Rangliste sehr stark ist. Das ist momentan noch nicht so die Zeit dafür. Ich denke, das wird noch kommen. Wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr, dass ich mich dann etwas mehr Zeit investiere, mal eigene Decks zu erstellen, die vielleicht auch mal für die Rangliste sehr interessant sind. Aber dieses Jahr auf jeden Fall nicht, weil ja, es gibt so viele Karten, die ich noch nicht habe. Ja, den Effekt, den verstehe ich jetzt nicht so ganz, obwohl. Ah, okay, ich habe eine Idee. Wir probieren das. Ach. Okay, zu spät. Das habe ich mich wahrscheinlich verklickt. Ich hätte die beiden ins Exil schicken können, dann wären sie aus dem Exil wieder rausgekommen und dann wäre hier mein Zombie-Token, der wäre jetzt eine 4-4er gewesen. Da habe ich jetzt die Chance verpasst. Ja, da sollte man sich ein bisschen mehr Zeit sich mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Kayas Geisterform auf Yorion setzen soll, ob das viel Sinn macht. Ich kann es echt nicht sagen, aber ich denke schon. Der ist auf jeden Fall safe. Ich habe natürlich keine Ahnung, was mich jetzt hier genau erwartet. Ui. Okay. Yorion ist noch da, aber oh, habt ihr das gesehen, was hier getriggert wird? Okay, Moment. Die Idee ist ja auch nicht schlecht, ne? Ritual. Aha. Okay, statt das Skelett hätte ich so eine Zombie-Mumie noch mit reingenommen. Mit dem Skorpion zusammen, aber okay, die Idee dahinter ist nicht schlecht. Gefällt mir. Ist ein bisschen mies, weil das ist schon wieder genau das gleiche, was ich davor auch schon gehabt habe. Ja, das sind so Finisher, wo man versucht, mit einem Schlag es dann so schnell wie möglich zu beenden, ne? Dass man da erstmal so hintersteigt, was der Gegner da eigentlich sich das zusammen aufbaut. Ich hatte schon mal gegen so ähnliche Decks es schon mal zu tun gehabt. Da habe ich es dann aber bemerkt, okay, die Karte kommt mir bekannt vor. Ich weiß ungefähr, was der Gegner vorhat, aber hier habe ich es jetzt echt nicht gesehen, also was da. Aber gut, ich konnte mich auch nicht wirklich darauf vorbereiten, ne? Ich hatte jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich die Karten
um das hätte das zu verhindern können. Also ich konnte es halt nicht verhindern, ne? Ja. Das sind so Momente, wo ich dann mir auch nur so denke, die Nova wäre jetzt sehr interessant oder generell Karten, wo ich Verzauberungen rausnehmen kann. Also Mono Green wird sehr gerne gespielt, denke ich, in der Richtung. Also entweder zwei- oder dreifarbig. Ist das eine schwarze Eule? Okay, diesen Petbegleiter sehe ich auch zum ersten Mal. Es gibt da noch eine andere Eule, die aber jetzt nicht so dunkel gehalten ist. Etwas heller. Vom Farbton her. Aber vielleicht ist das hier aus diesem Meisterschaftspass. Ich weiß ja nicht, seit wann es diesen gibt, seit wann dies mit eingeführt wurde mit dem Meisterschaftspass. Und ja, was Pet-Begleiter betreffen, ich habe da jetzt nicht so einen großen Fokus drauf. Ich bin da nicht so fixiert. Ich weiß, es gibt Spieler, die noch mehr Geld hier in diesem Spiel rein investieren. Die haben wirklich fast alle Pet-Begleiter von Anfang an, von dem ersten Meisterungspass bis zur aktuellen Zeit und vielleicht auch noch darüber hinaus, ne? Und vielleicht auch wirklich alle Karten, aber das sind dann auch wirklich Leute, die noch mehr Geld hier rein investieren als ich. Ich bin ja schon zufrieden, wenn ich im Monat 100 bis 200 € mal hier rein investieren, ist es aber auch okay. Und es gibt Leute, die sagen sich, hey, ich habe das Geld, ich mache einfach mal das Doppelte davon und klatschen die hier 400 € rein oder so, ich weiß es nicht. Oder noch mehr. Also so krass bin ich dann nicht unterwegs. Ich finde ja auch schon 100 bis 200 € jeden Monat hier rein zu investieren sehr kostspielig, wenn man wirklich verschiedene Karten und Set-Editionen haben möchte, ne? Aber ich kenne jetzt auch keine andere Möglichkeit, irgendwie Magic Arena in der Qualität wie hier in diesem Spiel alle Karten zu spielen oder so. Es müsste, ich würde es zwar interessant finden, ich würde es sogar besser finden, wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt. Die gibt es zwar schon, aber meistens mit einer sehr schlechten Qualität. Diejenigen, die jetzt sagen wir mal Dev Pro kennen, ne, das ist Yu-Gi-Oh!, da gibt es ja auch die Möglichkeiten, alle Karten zu spielen. Die Animationen sind recht okay und es sind alle Karten da und es ist alles kostenlos. Und für Magic wird es sowas auch geben, aber die Qualität ist mega schlecht und ich habe es mal ausprobiert. Ich konnte mich auf diesen Seiten nicht registrieren, weil das sind so uralt Seiten. Dafür braucht man schon irgendwie einen alten Rechner oder so. Ich habe keine Ahnung, woran es dann scheitert. Also bei mir funktioniert es nicht, mich auf solchen alten Seiten zu registrieren, um alle Karteneditionen zu spielen und dann auch ja kostenlos. Alle Karten sind da. Und natürlich auch noch auf Deutsch. Das sind halt so Sachen, wo ich mir so denke, schade. Also ich habe diese Möglichkeit leider nicht. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja noch mal was irgendwo von irgendwem, was Privates, was vielleicht nicht vom Publisher selbst ist, wo man wirklich alle Karten spielen kann. Das Spiel kostenlos ist, alles auf Deutsch ist, alle Karteneditionen vorhanden sind und die Qualität, Grafikqualität einigermaßen okay ist. Das wird dann vielleicht nicht so gut sein wie jetzt hier, ne? Hier gibt es ja allerhand an Animationen. Und ja, deswegen, ich habe damit kein Problem. Also wenn Magic Arena das letzte Spiel ist, was vom Publisher rauskommt und sowieso geplant ist, dass hier alle Karteneditionen früher oder später mal erhältlich sind, lasse ich mich überraschen, wie sie das umsetzen wollen. Das wird vielleicht Jahre dauern, bis es dann soweit ist, aber es wird auf jeden Fall kommen. Wer weiß, vielleicht bin ich dann vergehen noch mal 5 oder 10 Jahre, ich weiß es nicht. Das Schlimmste, was Wizard of the Coast hier machen kann, also der Publisher, dass sie Magic wieder einstellen, also Magic Arena. Das wäre das Schlimmste, was sie machen können. Allerdings auch das Dümmste, was sie machen könnten.
Verlieren sie halt das Vertrauen von ihren Fans, die halt gerne online Card Games spielen. Das haben sie schon bei der Planeswalker-Reihe gemacht. Bei Magic Duels Origins haben sie es auch gemacht. Server abgestellt. Nie waren alle Set-Editionen da. Und haben dann einfach gesagt, hier geht's weiter. Also immer schön storybasierend. Ne? Und es gibt ja andere Card Games, da hast du alle Karten und es gibt keine weiteren Card Games aus der Reihe, um nur um die Story weiter zu erzählen. Nein, alle Karten sind in einem Spiel vorhanden. Ja? Kostet zwar auch Geld, aber dafür musst du nicht dich durch was weiß ich, wie viele Spiele dich durchschlagen, um das Card Game zu spielen, wo danach die Server heruntergefahren werden. Das ist halt nicht so schön. Ihr merkt, die Geschwindigkeit hier vom Deck ist mega schlecht. Ja, was mache ich jetzt? Ich könnte jetzt Jorion in den Friedhof befördern. Machen wir mal. So. Das schaut nicht gut aus. Wie gesagt, das, was ich hier gemacht habe, war eher so eine Inspiration, in der Richtung auch nochmal zu schauen, ein Esper-Zombie-Token-Deck zu erstellen, aber eine echte finale Version habe ich nicht. Also die anderen Decks, wo ich weniger als 80 Karten habe, also wirklich nur 60 Karten, die sind von der Geschwindigkeit schneller, nicht so mana-intensiv, was die Finisher betreffen, was hier in diesem Deck leider der Fall ist. Und genau aus diesem Grund merkt man auch, dass die Geschwindigkeit sehr langsam ist. Also bis ich hier wirklich alle Karten hier aus der Hand gespielt habe, ich sag's mal so, weniger Finisher wäre wahrscheinlich für dieses Deck gesünder gewesen. Aber okay, jetzt haben wir das Problem erstmal gelöst. Vorübergehend. Ich habe die nächstgrößte Bedrohung erstmal entfernen können, aber wir haben hier noch Chandra, der hat noch eine Verzauberung, womit er wahrscheinlich jede Runde nochmal eine zusätzliche Karte ziehen kann, meines Erachtens, meines Wissens nach. Er müsste jetzt gleich im nächsten Zug drei Karten haben, ne? Ja, der Knochendrache. Oh, eine 8-1er. Ah, das wird scheppern. Ah, verdammt. Nicht gut. Ja, ich habe das Gefühl, die Mitternachtsorden. Also ich benutze hier eigentlich nur die Fähigkeit vom Mitternachtsorden. Normalerweise hätte ich sonst andere Karten genommen, um Kreaturen aus dem Friedhof wieder auf die Hand zu nehmen oder ins Spielfeld zu bringen. Ich werde jetzt erstmal den Knochendrache hier ausspielen. Und als nächstes könnte ich Jorion ausspielen. Bin ja mal gespannt, wie er jetzt darauf reagiert. Okay. Das macht mir ja gar nichts, ne? Kein Problem. Das wäre ein Problem. Aber wir holen uns jetzt erstmal Jorion und danach nächste Runde gibt es auf jeden Fall dann nochmal den Knochendrachen. Dann kommt die Wanderin. Oh, der Schrein gefällt mir überhaupt nicht. Okay, der grüne Schrein hat wahrscheinlich einen anderen Effekt. Nun, das spielt jetzt aber erstmal keine große Rolle. So, Chandra ist auch raus. Ich weiß, ich spiele hier sehr, sehr knapp. Aber ich bin halt jemand, der bis zum bitteren Ende hier macht. So, jetzt noch der Knochendrache. Verteidigung steht. So.
Ja, stimmt. Mit dem Schrein könnte er jetzt mir direkten Schaden machen. Und das in 3 Zügen ist es dann komplett durch. Oh, nee, gleich in der nächsten. Ich habe nur noch eins. Also er müsste jetzt. Ach verdammt, ich kann nichts neutralisieren, um Lebenspunkte zu bekommen. Ja, das war's dann wohl. Ende im Gelände. Das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Gut, ich könnte jetzt noch die Wanderin spielen, aber das Match ist trotzdem vorbei. Mir gehen die Ideen aus. Ne, das ist jetzt Sackgasse. Schon allein wegen seinem Schrein. Ach, was soll ich machen? Ja, hab verloren. Ja gut. Man merkt, das Deck kann was, aber es ist leider einfach viel zu langsam, weil ich im Mana-Bereich von 1 bis 3 einfach so wenig Karten drin habe. Man merkt das auch beim Ziehen. Auch das mit den Schreinen ist so eine Sache. Ich weiß nicht, wie viele Karten man wirklich da mit reinnimmt. Ob man von jedem Schrein nur einmal die Karte mit reinnimmt, ist eine gute Frage. Ja, kann ich eh nur mit 2 Kreaturen blocken. Mit Jorion und mit dem Knochendrachen. Gut. Die nächste Niederlage. Ne? Seid kreativ. Ihr könnt das Deck jederzeit überarbeiten. Ihr könnt mir eine verbesserte Version mir gerne schicken. Ihr könnt mir Feedback senden. Das wäre so die Idee gewesen für diese Deckstrategie, die nicht final ist. Es ist einfach so, ja, ich habe so eine Eingebung, wie ich das Deck ungefähr bauen möchte. Und dann merke ich auf einmal, dass mir bestimmte Karten ja doch fehlen. Ne? Oder dass ich falsch vorgegangen bin und einfach irgendwelche Karten drin habe. Sagen wir mal, zu viele Finisher hier mit drin habe, wo es sich dann nicht mehr so von der Deckstrategie sich so spielen lässt, wie es vorgesehen ist. Gut, ich musste eine Mulligan machen und das ist jetzt auch nicht wirklich toll. Nicht unbedingt die beste Starthand. Aber okay, 3 Mana Safe, das ist aber schon mal ein Anfang. Also ich hätte zwar schon eine Idee, wie ich das Deck bearbeiten könnte, wie ich es nochmal abändere, so dass es etwas flüssiger läuft. Weniger Finisher, mehr Kreaturen, mehr Zaubersprüche, so dass es ziemlich ausgeglichen ist im 1 bis 3er Mana-Bereich und dann wäre es von der Geschwindigkeit vielleicht etwas schneller. Vielleicht auch Karten noch mit reinnehmen, weil es ja immerhin 80 Karten sind, dass ich 2 Karten ziehen kann oder so, dass ich solche Karten auch mit reinnehme. Oh ja, das mit dem Helm gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass ich jetzt gleich noch eine Nova ziehe. Der Helm muss auf jeden Fall raus. Also eine Ulamog-Armee aufzubauen, ja, der Gegner wird wahrscheinlich eher noch eine Armee aufbauen als ich. Ja, schau mal an. So, ich habe jetzt schon die Nova, was ziemlich gut ist. Allerdings geht das dann auch echt nur für den Helm drauf. Eieiei. Der hat ja jetzt schon genug Möglichkeit, starke Finisher auszuspielen, ganz genau. Aber okay, ich habe die Wanderin. Das wäre jetzt kein Problem für mich. Nix, was ich nicht lösen könnte. Sein Finisher geht erstmal ins Exil. Ich habe jetzt aber keine Möglichkeit, die Wanderin zu beschützen. Die wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Runde. Gut, dafür gehen jetzt erst, sind meine Lebenspunkte erstmal safe. Ja, jetzt muss er die Wanderin rauskicken. Lebenspunkte für eine Runde safe. Die Wanderin ist draußen. So. Jetzt muss ich nachdenken. Was könnte ich denn jetzt als nächstes spielen? Den Knochendrachen. Ah ja, okay.
Ja. So. Ja, muss ich auf jeden Fall blocken. Geht nicht anders. Ich würde ja jetzt echt gerne noch den Knochendrachen ausspielen, aber so wird das nix. Ich hätte jetzt auch noch Dorion aus meiner Ding spielen können, aber gut. Der hat keinen Trampelschaden, ne? Ne, hat er nicht. Das ist doch auch nicht schlecht. Jo, die Nova, perfekt. Sia. Im richtigen Moment die richtige Karte gezogen. Ja, ich habe nur noch 8 Lebenspunkte. Und ich bin ja jetzt mal echt gespannt, wie er aus seiner Situation da noch groß rauskommt. Jorion, könnte ich eigentlich ausspielen? Okay, jetzt hat er hier Aurelia. Aurelia. Dann hole ich erstmal den Knochendrachen. Oh, ich hätte vielleicht Omen der Meere, vielleicht hätte ich mir das aufheben sollen. Obwohl, nö. Wir machen das so. Ich habe da schon eine Idee. Gut, angreifen kann, lohnt sich jetzt eh nicht. Nee, doch. Das mit dem Ohm war keine schlechte Idee. Er greift tatsächlich an. Ja, schauen wir mal. Okay. Gut, gut, gut. So, Moment. Ich könnte das jetzt ja, erstmal das hier. So, jetzt kann ich mehr Karten ziehen. Jorion. Der hätte schon längst auf dem Feld. Okay, okay, okay. Okay. Erstmal nicht. So, wie machen wir das jetzt hier? So. Und im nächsten Zug kommt dann Liliana Wes und dann Jorion oder andersrum. Schauen wir mal. Situationsbedingt. Gucken wir mal, was der Gegner noch so macht. Ja, es ist okay. Hat aber die falsche Kreatur getappt. Obwohl, wahrscheinlich wegen Fluchsicherheit ging es eh nicht. Ja, so gefällt mir das. Er möchte nicht aufgeben. Ne? Er hat auch schon sehr viel runtergekloppt von meinen Lebenspunkten. Ne? Er gibt auf. Oi. Oi, oi, oi. Ja, damit habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Schade eigentlich, dass er jetzt schon so frühzeitig aufgegeben hat. Aber Leute, das ist ein freies Spiel im historischen Format. Ihr wollt doch eure Decks ausprobieren. Da sollte man sich schon Zeit nehmen und sich vielleicht auch einfach mal sich inspirieren lassen, was der Gegner für ein Deck spielt. Also Rakdos, ja, bin jetzt kein großer Fan von den Fähigkeiten her, von dem, was getriggert wird. Rakdos selbst als Kreatur ist jetzt schon cool, aber die Fähigkeit, die da ausgespielt wird, das ist so nicht so mein Ding. Ja, die Eiskatze werde ich auf jeden Fall nicht bekommen. Kann ich mir nicht vorstellen.
So, neuer Versuch, neues Glück, neuer Versuch, neues Glück. Oh, schauen wir mal hier. Habe ich hier gerade eine Nachricht bekommen? Jupp. So, ich war kurz abgelenkt. Ja. Oh, das könnte ein Akro-Deck werden. Nun gut. Ich werde mich dieser Herausforderung stellen. Ich bin sehr gespannt. Soll ich jetzt schon mein Veto auspacken? Nee, das ist nur ein Brunnen. Soll er seine Lebenspunkte da kriegen? Das ist mir egal. Also sein Veto auszuspielen, das sollte immer gut überlegt sein. Vielleicht hat er noch viel heftigere Karten, wo ich dann das Veto eher gebrauchen könnte. Sollte immer gut überlegt sein mit dem Veto. Der Phönix. Ah ja, schade. Gut für ihn, schlecht für mich. Das ist wirklich schlecht. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, den Phönix. Das wäre doch mal eine Karte, wo es sich lohnt, mein Veto einzusetzen. Ja. Kann ich nicht anders sagen. Ja, auf jeden Fall. Die Karte hätte mir nur noch mehr Probleme bereitet. Nun gut. Wie mache ich das jetzt? Ja. Okay. Noch ein Phönix, ich glaub's auch mal. Ja, schaut jetzt nicht so toll aus. Mit der Kreatur kann ich sowas von nicht blocken. Ich kann nichts machen. Gar nichts. Ende im Gelände. Nur um den Gegner zu zeigen, ich habe noch eine Karte, die ich ausspielen kann. Ja, ich merke schon, das Deck ist wirklich nicht so gut optimiert. Die Idee dahinter ist gut, nur wie ich es umgesetzt habe, ist vielleicht weniger interessant. Aber es geht ja erstmal nur um die Idee, okay, Jorion, Esper, Zombie Tokens, das ist so die Idee. Das alles zusammenzusetzen. Wie ich es zusammengesetzt habe, war jetzt nicht so toll. Ich probiere das Deck trotzdem aus, um zu schauen, wie weit ich damit komme. Ja, ich versuche natürlich jetzt hier bei den ganzen Let's Plays und Gameplays, ich denke mal eher, dass ich alles hier Let's Playen werde. Es kann sein, dass das eine Video, was vor oder nach dem hier läuft, je nachdem wie lange ich das jetzt hier laufen lassen werde, entweder älter oder nicht älter ist. Und ja, es ist alles durcheinander. Ne? Also meine letzten Aufnahmen, die ich gemacht habe, da ist einiges durcheinander gekommen. Und deswegen versuche ich das jetzt ja, hier schon mal mitzuerwähnen. Dass wenn ich hier was Let's Player, dass es hier unterschiedliche Zeitzonen sind, zu wann oder zu welcher Zeit ich hier was das Let's Play gemacht habe, ne? Ich wollte es auf jeden Fall mal mit erwähnen. Letztendlich geht es ja auch nur darum, dass ich jetzt hier die Decks einmal zeige und ja.
Ich hatte eine Idee gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das noch in einem Video alles schaffe. Alle Plays, also bei den letzten Videos, die ich hochgeladen habe, wo es keine Let's Plays gibt, aber eine Deckvorstellung, dazu gibt es ja auch noch Aufnahmen. Und die wollte ich hier eigentlich auch hier noch mit reinnehmen. Aber wenn es schon über 2 Stunden geht, dann wäre es schlecht. Deswegen wird es vielleicht noch einen zweiten Part geben, wo ich dann einfach nur irgendwelche Let's Plays mache. Oder wo ich einfach die fehlenden Let's Plays zu den Videos, wo es nur diese Deckvorstellung gab, dann ebenfalls hier hochlade. So habe ich mir das vorgestellt. Ob ich das alles in einem Video packe, weiß ich nicht. Ich denke mal, ich schaffe es nicht, weil sich das alles in die Länge zieht. Ne? So, perfekte Karte. Im Grunde genommen versucht man immer nur die Karten mit reinzunehmen, die effektiv sind. Ne? Obwohl die blauen Karten, das ist ja so, da ist man viel am Tricksen, ne? Und kombinieren. Also wenn Karten miteinander kombinieren und harmonieren, dann ist das nicht schlecht. So dass man, es gibt ja 2 verschiedene Arten, wie man ein Combo ausspielt. Entweder man versucht nur eine Kreatur aufzurüsten, das wäre ein Combo-Deck. Und wenn ich sage, eine Combo-Möglichkeit oder ein Combo ausspielen, dann hat das eher was mit den Fähigkeiten was zu tun. Das heißt, eine Karte triggert die andere Karte und vielleicht sind das 2 verschiedene Farben und trotzdem funktioniert es. Hat also nichts damit zu tun, dass man dann eine Kreatur sehr stark macht, ja, also aufrüstet. Ja, es gibt solche Decks, die bauen darauf auf, dass bestimmte Kreaturen aufgerüstet werden bis zum geht nicht mehr und dann mit 1-2 Schlägen es dann komplett vorbei ist und der Gegner dann die ganzen Verzauberungen und alles, was da drauf gespielt ist, erstmal entfernt. Ja. Nun gut, wenn solche Kreaturen allerdings dann auch noch fluchsicher sind, auch schon so eine Sache. Oh nein, ich habe schon wieder verpasst. Ich hätte Lilly in den Lilly ins Exil packen sollen. Dann hätte sie jetzt wieder mehr. Okay. Ja, da ist mir wieder ein dummer Fehler passiert. Ich kann mir das nicht merken mit Jorion, dass ich dann auch noch die Möglichkeit habe, kurz ins Exil zu packen, damit sie wieder mit voller Power zurückkommen. Normalerweise müsste dann ja, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich vermute mal, dass Lilana West dann wieder volle Marken hat. Kann das sein? Ah, da muss ich auch noch mal ein bisschen herum experimentieren. So, perfekt. Ich könnte den Helm eigentlich rausschießen, ne? Ein Artefakt? Nee, ich kann das nicht. Schade. Das ist jetzt nicht so toll. Ah, wie mache ich das jetzt? Der Helm ist noch im Spiel. Und der wird gefährlich. Also noch mehr Gegner brauche ich jetzt nicht. So. Ja, den könnte ich rausnehmen. Vielleicht mache ich das jetzt auch mal. So. Oh, er hat aufgegeben. Okay. Dass eine Karte dazu führt, dass man einfach aufgibt. Er hat einfach nur gesehen, okay, da ist schon wieder eine Kreatur weniger, aber er war stand kurz davor, den Helm auszuprobieren, ne?
hätte jetzt eigentlich für sehr viele Runden sehr viele Kreaturen erschaffen können. Aber weil ich ihm eine Karte genommen habe, da war er auf einmal, weiß ich nicht, beleidigt. Ja? Hat er nicht hingenommen. Weiß ich nicht, das sind so Spieler, die wollen nur gewinnen. Verlieren, das kommt gar nicht in Frage. Schlechte Verlierer. Ja? Es wird schon irgendeinen Grund geben, warum Leute einfach so rendern. Also die Gründe von A bis Z, da gibt es so viele verschiedene Gründe, warum sie dann sagen, ja, ich gebe jetzt auf. Obwohl, ne, Lebenspunkte technisch gesehen, er war mit mir gleich auf. Er hatte den Helm gehabt, er hätte sich schon so seine Armee aufbauen können. Wer weiß, wie lange es gedauert hätte, bis ich meine Nova habe. Also es hätte schon was gebracht, also dass die Gegner mal so frühzeitig aufgeben. So, die Sphäre. Ja, wollen wir das erstmal zur. Ja, Hallöchen. Ja, ich habe einige Ideen, die ich noch umsetzen möchte. Abenteuerlust. Ah ja. Naja, wer hat keine Lust auf ein Abenteuer, ne? Ja, ah ja. Also manche Karten, die haben so interessante Namen oder Beschreibungen, Namensbeschreibungen, dass ich dann doch hin und wieder mal schmunzeln muss. So. Kaya Geisterform werde ich zwar jetzt nicht benötigen, aber sobald dann die Wanderin draußen ist, kann ich dann auch die Geisterform draufpacken. Ob es jetzt schon Sinn macht, ich weiß es nicht, aber zur Sicherheit schon mal auf dem Feld setzen. Nächsten Zug. Ach, das funktioniert. Ja, wie gesagt, auch wenn die Wanderin draußen ist, es gibt immer noch Karten, die wo man den Schaden nicht verhindern kann. Muss man natürlich mitbedenken. Bei Ritual nicht anders. Oder bei der Nova. Und dann gibt es so Karten, die Schadenspunkte verteilen. Die werden abgewehrt. Also, die Wanderin macht zwar schon Sinn, aber bei der Karte anscheinend nicht. Ich habe das schon mitbekommen. Die Wanderin ist auf dem Feld. Die Gegner setzen ihre Spontanzauber ein oder Hexereien, je nachdem. Und dann verpuffen die einfach. Und dann haben sie es nicht mitbekommen, dass die Wanderin natürlich auch noch ihre eigene Fähigkeit hat, ne? Den Kampfschaden zu verhindern. Wie das immer so ist, was da genau verhindert wird und was nicht. Ich denke mal, wenn man so Küchentisch Magic spielt und die Regeln nicht so wirklich kennt, dann spielt man wahrscheinlich mit Fehlern gegeneinander. Also wenn zwei nicht erfahrene Spieler gegeneinander spielen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie es falsch spielen. Das ist so der Punkt, wo ich sage, virtuell spielen macht wahrscheinlich etwas mehr Spaß. Zumal, überlegt mal, es gibt da ja auch noch bei den Turnieren immer jemanden, der die Aufgabe hat, einmal kurz zu erklären, wie man mit der Situation umgeht, wenn zwei Spieler nicht weiterkommen. Ich weiß jetzt nur nicht, wie man das nennt. Ein Coach, ja, der da so seine Runden macht. Es gibt da noch eine andere Bezeichnung für. Ich sag jetzt einfach mal Coach, der mit dem Regelsystem von Magic sehr vertraut ist. Ob das natürlich auf alte Set-Editionen auch zutrifft, weiß ich nicht, weil auf dem Turnier wird ja meist immer nur Standardformat gespielt.
und sich alles merken ist halt auch so eine Sache. Das kann man auch von einem erfahrenen Coach nicht erwarten. Und das Regelwerk von Magic ist gigantisch, weil es gibt da so viele Sachen, wo man erstmal überlegen muss, wie ist das jetzt gemeint. Stellt euch einfach mal vor, Magic Arena, alle Set-Editionen frei. Puh, das wäre schon Kuddelmuddel. Ist es jetzt schon, obwohl jetzt noch nicht so viel verfügbar ist, ne? So. Tam tam tam. Jupp. Es gibt natürlich eine kleine Schwachstelle, ne? Weil wenn die Wanderin... Ich könnte jetzt eigentlich auch die Wanderin ins Exil packen, aber okay, ich lasse das mal. Boah, es gibt da so viele Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe, weil ich weiß nicht, wie es dann abläuft. Würde ich die Wanderin ins Exil packen, wäre dann die Geisterform auch komplett verschwunden oder nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder müsste ich die Geisterform auch ins Exil packen, weil Jorion kann ja immer zwei Karten, die auf dem Feld sind, ins Exil packen. Übrigens hätte ich das Omen ins Exil packen sollen, dann hätte ich nochmal Hellsicht nutzen können. Das sind manchmal echt die Details, die mir nicht auffallen. Aber okay, ich habe jetzt trotzdem gewonnen. Also man kann auch mit dem Deck gewinnen. Immerhin, das ist die Hauptsache, dass man mit dem Deck auch mal gewinnen kann, ne? Obwohl es ist echt sehr schlecht optimiert. So, was den Meisterungspass betrifft, wie gesagt, den habe ich mir nur geholt wegen Katzen. Wenn da jetzt, sagen wir mal, bei den nächsten Meisterungspass, die danach kommen, wieder was anderes mit dabei ist, was mich nicht triggert oder was mich nicht interessiert, besser gesagt, dann werde ich mir den Meisterungspass nicht kaufen wahrscheinlich. Hoppala. Da müsste ja irgendwas dabei sein, was mich dann doch schon wirklich sehr interessiert. Also einen sehr interessanten Kartenrücken oder wirklich einen Pet-Begleiter, der mir gefällt. Wo ich sage, okay, den hätte ich dann doch schon gerne. So. Das Omen. Wird dann die nächste Karte sein. Ich sortiere schon mal, wie ich welche Karte zuerst ausspiele. Nach der Runde kommt das um. So. In der Reihenfolge. Perfekt. Lichtbogenphönix. Ah ja, okay. Ist ja noch keine 4, ne? Jo, der wird nach hinten gepackt. Perfekt. Ja, mit Kaya Geisterform schon ein bisschen schwer, ich weiß nicht. Müssten noch mehr Schaden machen. Also mit Kaya Geisterform bringt es jetzt auch nichts. Ich könnte jetzt erstmal Fraskas hier ausspielen. Und angreifen, mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Gut. Das ist nicht schön. Ich würde ja jetzt gerne die Karte benutzen wollen, aber... Obwohl, öffnet die Gräber war jetzt vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Karte, ne? Schwer einzuschätzen.
Ist meist so, die Spieler sind immer sehr schnell abgelenkt, wenn ein Planeswalker da in der Ecke herumliegt oder wenn ein Planeswalker ausgespielt ist. Aber ich denke, der ist so stark auf meine Lebenspunkte fixiert hier. Das oben einmal kurz ins Exil packen. Okay. Perfekt. So, Kaya's Thorn. Also die Karte gönnen wir uns auf jeden Fall hier. Bin ja jetzt mal echt gespannt. Er greift an. Okay. Da hat er auf jeden Fall was auf der Hinterhand. Es könnte aber auch ein Bluff sein. Es war ein Bluff. Schaut mal an. Ein Bluff. Ah, doch kein Bluff. Natürlich war es kein Bluff. Aber jetzt könnte ich die Wanderin ausspielen. Ja? Machen wir mal. So, und noch die Geisterform zur Sicherheit. Zack. Ja, die Sache ist jetzt die, ne? Wenn die Wanderin nur noch eine Marke drauf hat, schaut nicht so toll aus. Es gibt ja Karten, wo ich Marken draufpacken kann. Na, was kommt jetzt? Okay. Ich habe da eine blöde Befürchtung. Ah, Ritual. Da konnte auch die Wanderin nichts machen. Okay, jetzt habe ich echt ein Problem. Nein, ich hätte ihn runterschicken sollen. Nicht gut. Im nächsten Zug könnte er gewinnen. Das ist jetzt richtig mies. Ach. Toll. So, welche Karte hätte ich da noch gezogen? Das ist die große Frage. Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nicht herausfinden. Er wird jetzt diesen Zug es beenden und gewinnen. Gut, damit muss ich dann halt mit leben. Dass ich in diesem Zug die Wanderin nicht nutzen kann, das ist schade. Dass es, glaube ich, generell nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ob ich einen 4-4 Planeswalker ins Exil packen kann, wenn er sich als Kreatur verwandelt. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Außer wenn es dann Nico Bodas ist. Weil er wird ja von der Kreatur zum Planeswalker. Also, er ist eine 4-4er Kreatur und wenn er dann umgewandelt ist, ist er dann halt, fungiert er als Planeswalker halt, ne? So würde ich es formulieren. Den hätte ich natürlich ins Exil packen können, aber wenn ein Planeswalker zur Kreatur wird und dann in seinem Zug, wie jetzt hier, danach wieder ein Planeswalker wird, dann kann ich ihn natürlich, dann kann die Wanderin ihn nicht fokussieren. Chaos Man. Er bringt das Chaos mit sich. Ja, perfekt. Dann schauen wir mal, wie viel Chaos uns jetzt hier in diesem Match erwartet. So, erstmal eine Mulligan machen. Oh, ich glaube, die Nova könnte. Oder das Omen. Ein Omen reicht, würde ich jetzt erstmal behaupten. Ich weiß nicht, ob es jetzt die beste Idee war, aber ich möchte auch nicht unbedingt auf die Nova verzichten. So, okay. So wird es gemacht. Okay. Das gefällt mir nicht. Ich sehe die Mana-Karten nicht so, wie ich sie brauche. Ja, und da ist auch so die. Ich meine, gut, ich könnte natürlich, wenn ich Rangliste spiele, auch mehr mit dem Wildcards mir ein Metadeck craften.
Und die Season-Belohnungen sind jetzt auch nicht uninteressant. Mehr Karten, ne? Freischalten. Warte, Moment. Moment, Moment. Oh nein! Ich hätte das... Ach, verdammt. Ja, nee. Oh, ich wollte eigentlich das oben ausspielen. Nun, dann machen wir das gleich. Ich habe eine andere Idee. Ich möchte jetzt schon mal Schaden machen. Und im nächsten Zug kommt das oben dran. So. Na, ich hoffe nicht, dass das mir so viele Probleme bereitet, dass der jetzt auf dem Feld ist. Ich kann die Strategie dahinter noch nicht sofort erkennen. Ja, dann nehmen wir jetzt noch das Omen. Fraskas. Obwohl. Wir machen das so, den Knochendrachen, den kann ich ja jederzeit nochmal wann anders. Ja. Ich hoffe, ich ziehe noch eine Mana-Karte. So, dass ich Fraskas ausspielen kann. Jetzt aktuell bringt mir die Karte ja nicht gerade wirklich viel. Okay. Jetzt hätten wir ein Problem. Könnte noch die Nova ausspielen, wenn ich jetzt noch eine Mana-Karte ziehe. Aber echt für eine Kreatur. Oder ich pumpe mich mit Lebenspunkten. Ich könnte auch das Omen. Ich bin mir nicht sicher. Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Ich hole mir Lebenspunkte. So. Er ist zwar jetzt etwas vorgewarnt. Es kann sein, dass er jetzt genau aus dem Grund keine Verzauberung spielt, wenn er welche hat. Artefakt. Ja gut, dagegen kann ich jetzt auch nicht können schon, aber die Kreaturen machen mir mehr Probleme. Tja. Ich sehe aber auch echt gar kein Mana, ne? Nee, ich passe hier erstmal. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich mir noch weitere Lebenspunkte hole, aber das macht jetzt erstmal keinen Sinn. Ich gehe mal davon aus, dass er keine Verzauberung hat, aber man kann ja nie wissen. Ich merke auch gerade, wie viele Karten der da ausspielt. Das ist komplett durcheinander, ne? Boah, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine Mana-Karte oder eine Länderkarte, damit ich hier die Nova ausspielen kann. Ja, das ist ein essbar Zombie-Token-Deck, was komplett nicht so aufgebaut ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich brauche den Nova. Ja, Yorion. Die Deck-Idee, die Strategie dahinter ist nicht schlecht, ist nur sehr schlecht optimiert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Richtung auch nochmal was machen kann. Ob ich das machen werde, das weiß ich nicht. Ob ich mir nochmal die Zeit nehme für ein weiteres essbar Zombie-Token-Deck.
Ich habe jetzt in letzter Zeit so viel Esper Zombie Token Decks gespielt. Irgendwann brauche ich auch mal Abwechslung. Leute. Die Nova. Jetzt könnte ich, ne? Im nächsten Zug. Boah, heftig. Wenn ich das überlebe. 5, 7. Papa. Gerade mal so. Mit 2 Lebenspunkten. Ja, super nice. Hol alles auf dem Feld. Alles, was geht. Nur her damit. So. Und tschüss. Hey, schön. Ja, natürlich ist das schön. Ich glaube, ich habe jetzt nicht viel Biss wecken können. Wenn er jetzt Juro nochmal ausspielt, dann könnte ich Fraskas nutzen. Oh no. Als ob. Warum denn ausgerechnet? Ach, verdammt. Das ist jetzt richtig mies. Das war jetzt eigentlich für Fraskas gedacht. Aber hat die Länderkarte, ausgerechnet eine schwarze Länderkarte hat er rausgekickt. Was mir jetzt auch gar nichts gebracht hätte. Warum? Warum ausgerechnet diese Länderkarte? Ah, verdammt. Vielleicht hat er es so geahnt, dass ich Fraskas habe. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen. Vielleicht hat er einfach nur einen Glückszug gemacht. Auf Länderkarten loszugehen, das ist keine tolle Sache. Ja, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich denn da jetzt noch? Ich möchte aus dieser Situation raus. Ich möchte das Blatt drehen und wenden. Ist ja nicht so, dass es nicht möglich wäre, aber... Ich brauche nochmal gute Spiele. Ach komm, hör mir auf. Jetzt weiß ich gar nicht mal, für wen ich Fraskas benutzen soll. Für Nico Bolas? Ah, ne, das ist jetzt eh vorbei, also. Der gewinnt jetzt. Daran hat es gescheitert, weil er die Idee hatte, so komplett random, ne? So komplett random kam er auf die Idee, ja, eine Länderkarte werde ich jetzt zerstören. Ja, welche nehmen wir denn? Ja, die schwarze. Hätte jede andere Farbe auch nehmen können. Nein, er hat sich für... Ich hätte Juro, Juron oder wie er heißt, da ins Exil gepackt. Dann hätte er zwar Nico Bolas gehabt. Dann wäre das mein neuestes Problem gewesen. Aber sonst... ich habe es Esper Zombie Sky genannt. Ja, wer hoch fliegt, der fällt sehr tief. Und das merke ich gerade bei diesem Deck. Dass ich sehr tief falle. Es ist nicht unbedingt super optimiert. Das muss ich... Werde ich gerne nochmal mit erwähnen. Also... Es ist ehrlich gesagt eher so meh. Nix Ganzes, nix Halbes. Obwohl... Oh, ich muss das Deck auch nochmal optimieren, wenn ich wirklich in der Richtung nochmal ein Esper Zombie Token Deck erstellen möchte. Vielleicht kommt ja doch noch was. Ich bin noch am überlegen. So, jetzt schauen wir mal, wie dieses Match hier... Man versucht ja eigentlich bei der Strategie Zombie-Token zu erstellen, recht schnell zu sein. Und das dauert mir einfach zu lange. Die Idee, die Strategie, was ich mir dabei gedacht habe, ist eigentlich nachvollziehbar. Aber die Umsetzung, ja, ist halt nicht so prickelnd, ne? Ja... Die Sphäre könnte ich jetzt hier ziemlich gut gebrauchen. Weil dann würde jede Kreatur, die eine 1-1 da wäre, die würde dann sofort sterben. Ha. Hm.
Okay. Ich bin ja sehr gespannt, wenn es ein Mono-Red-Aggro-Deck ist. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Aggro-Deck ist. Wissen tue ich es nicht. Aber es ist meist so, ne? Immer wenn es so Mono-Red ist, dann geht man davon aus, dass es ein Aggro-Deck. Obwohl, das muss es ja nicht sein. Es steht ja nirgendwo in Stein gemeißelt, dass ein Mono-Red-Deck auch ein Aggro-Deck sein muss. Aber ich habe bis jetzt noch nie ein Mono-Red-Deck gesehen, was kein Aggro-Deck ist. Vielleicht sollte ich mal in der Richtung mein Deck erstellen. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Es gibt da ja schon einige Karten, die eigentlich darauf aus sind, dass es halt nicht in Richtung Aggro geht, sondern eher Midrange oder Control. Oder sogar Combo. Habe ich auch schon gesehen. Varduk hieß der. Da werde ich auch noch mal was machen. Ein Combo-Deck erstellen. Aber Combo-Decks sind immer mit Grün oder Weiß, bestenfalls mit Grün gemischt. Also Grün-Rot würde ich sagen. Könnte man noch mit Weiß zusammenspielen, ja. Könnte jetzt zum Beispiel die Geisterform auf den Todesbaron packen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er jetzt in diesem Zug den Todesbaron rausholen möchte oder rausnehmen wird. Ich weiß nicht, ob ich ihm das gönnen soll. Ich gönne es ihm jetzt einfach mal. Könnte jetzt eine schlechte Entscheidung gewesen sein. Aber ich habe ja noch hier ein Veto. Er könnte jetzt noch eine Karte kommen. Nee? Ja, wie gehe ich jetzt weiter voran? So. Nö, muss nichts ins Exil. So. Könnte jetzt eine Karte ausspielen, die vielleicht alle meine Kreaturen erwischt. Damit sollte man rechnen. Sehr riskant, was ich hier mache. Kayas Geisterform. Ich heb's mir echt noch auf. Ich glaube, das kann er nicht gewinnen. Egal, was er jetzt noch macht, das ist ein Safe Win für mich. Also, es würde mich noch überraschen, wenn er das Blatt wenden könnte. Ja, Wizard of the Coast und die KI, der KI-Algorithmus hatte Mitleid gehabt, weil ich mit dem Deck schon so oft verloren habe, dass ich jetzt auch mal gegen jemanden gewinnen darf. Nun. Wie dem auch sei, ich werde jetzt folgende Karte hier ausspielen. Und zwar Jorion oder doch eher eigentlich das Omen, ne? Was bleibt mir noch übrig? Ja, Fraskas könnte noch sehr interessant werden. Safe ist safe. Sicher ist sicher. Geisterform. Ich spiele es jetzt aus. Ich vertraue der Sache nicht. Wenigstens eine Kreatur, die safe ist. Wenn was passieren soll, womit ich nicht rechne. So. Wie wird er darauf reagieren? Okay. Damit will er blocken. So will er das machen. Dass er ihn opfert, das hat mich jetzt am meisten gewundert.
Aber okay. Das ist ein Safe Win. Jetzt müsste er einen Finisher rausholen, der alles zerstört. Also irgendwie so eine Art Finisher. Er hat ja schon genug Länderkarten ausgespielt. Eine Finisher-Karte, die alle Kreaturen zerstört. Und ich glaube nicht, dass er sowas hat. Okay, sehr interessant. Ja, null bestätigen. Obwohl das Omen. Ja, immer genau hinschauen. So, aber ansonsten gut. Da wird's gedroppt. Gutes Spiel. Aber mal kurz schauen, was hätte ich hier kriegen können. Alles klar. Oketra wäre jetzt noch die nächste Karte gewesen. Ja gut, dann war's das jetzt wohl. Yep, diese Kreatur darfst du blocken. Bam, bam, bam. Ja, gut, dann werde ich jetzt das erstmal hier beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao und tschüss.